Ihrer Mannschaft die Stange, Nadja Eckerle. Andys Sonntage sehen seit 12 Jahren so aus. Er macht sich auf zum Wildpark, um beim Auslaufen Autogramme zu ergattern. Seine Sammlung ist beachtlich und eine schlechte Serie seiner Helden in Blau-Weiß hält ihn noch lange nicht von der vormittäglichen Aufgabe ab. Ich komme immer gerne her zum KSC, egal ob sie verlieren, muss auch mal zur Mannschaft stehen, wenn es mal nicht so läuft. Und es lief mal wieder nicht so am Samstag, zumindest nicht für den KSC. Auch Mario Eggimann lief nicht schnell genug. Und der junge Finn Bartels traf nach 30 Minuten, in denen eigentlich der KSC das Spiel gemacht hatte. Wir haben einmal geführt in der ganzen Rückrunde, das war gegen Nürnberg, das erste Spiel. Ja, und sonst sind wir immer Rückständen hinter nachgelaufen. Und das ist meiner Meinung nach auch unser Problem momentan. Die inzwischen schon alte Geschichte mit der mangelnden Chancenverwertung. Sicher hatte Wächter einen wachsamen Tag und dass sie es nicht versucht hätten, kann ihnen auch keiner vorwerfen. Nur das mit dem Treffen hat eben erst in der 70. Minute funktioniert. Sebastian Freis, der offensive Lichtblick der letzten Spieltage. Die einzigen 2 Tore der vergangenen 6 Partien schoss der 22-Jährige. Obwohl Trainer Ede Becker auf totalen Angriff umstellte und 3 Offensivkräfte einwechselte, es wollte kein Tor fallen. Auch Stürmer Kaplani ist noch immer ohne Treffer. Ja, dass man sich natürlich als Trainer auch hinterfragt. Wenn so ein Spiel dann vorbei ist und es ist negativ verlaufen, ja, was hätte man eigentlich anders machen können? Ja? Und da gab es eine Szene eben mit der Einwechslung Lars Stindl. Hätten wir vielleicht einen Timo Staffel oder auch einen Stefan Buck bringen können, ja, um zu sagen, komm, wir nehmen den Punkt mit, den haben wir. Ja, Rostock bleibt dann oder bekommt dann auch nur einen Punkt. Und das sind so Dinge, die man dann, wo man sich selber hinterfragt. Der Trainer heute Morgen selbstkritisch zu offensiv eingewechselt, statt den Punkt zu halten, die Fehleranalyse. Denn die Quittung kam in der 84. Wieder war es Finn Bartels, den die Karlsruher Abwehr freundlichst zum Vollstrecken eingeladen hatte. Die Niederlage gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga. Es ist klar, dass wir in einer Situation stecken, die wir seit 2 Jahren nicht mehr hatten, sondern dass mal 2, 3, 4, 5 Spiele nicht so gut läuft. Und da müssen wir klarkommen, da muss die Mannschaft jetzt klarkommen mit. Um der sieglosen Serie ein Ende zu bereiten, denkt der Trainer intensiv über Veränderungen in der Anfangsformation nach und hat lange Einzelgespräche geführt. Die Unterstützung der Fans, ob gestern im Stadion oder heute davor, ist nach wie vor groß. Gerade in so einer Situation, wo es mal nicht so läuft, auch den Rückhalt des Publikums zu spüren, die sicherlich die letzte Woche auch vor allem von den Ergebnissen her nicht verwöhnt worden sind. Und deshalb ist das ganz entscheidend momentan, dass wir wissen, dass die Zuschauer hinter uns stehen, auch wenn es vereinzelte Pfiffe gab, aber das gehört dazu. Andys Sonntage waren schon lustiger, aber das ficht ihn nicht an. Fan ist Fan, auch wenn es mal nicht so läuft. Der V.